In diesem Video stellen wir euch den neuen Endless Runner Stickman Rush vor. Ja, wir befinden uns jetzt hier auch schon im Hauptmenü und sehen sofort, dass das Spiel ja sehr minimalistisch und ja richtig gut aussieht. Wir gehen jetzt hier auf Play, um uns das Ganze anzuschauen. Ja, wir haben eben drei Bahnen, auf denen wir eben durchwischen nach oben oder unten die Bahn wechseln können. Und ja, so müssen wir eben versuchen, so weit wie möglich zu kommen. Außerdem können wir noch über Hindernisse springen, indem wir nach vorne ziehen, also mit dem Finger nach vorne fahren. Und ja, aufgrund der etwas ja, anderen Steuerung im Vergleich zu anderen Endloswandern ist das Spiel auch ja, zumindest am Anfang ziemlich schwer, da man eben die Steuerung nicht gewohnt ist, da eben jeder andere Endloswanner anders funktioniert und daher ja, ist das Spiel auf jeden Fall zur Abwechslung mal nicht schlecht. Ja, und ihr seht eben oben rechts werden die Sekunden gezählt, wie lange wir es aushalten. Und ja, das Spiel könnt ihr euch kostenlos aus dem App Store herunterladen. Zum Glück ist es aber kein Free-to-Play-Spiel. Das heißt, ihr könnt euch hier keine, ja, irgendwelche zusätzlichen Inhalte per In-App-Kauf dazu kaufen. Was ihr aber gesehen habt, ist die Werbung. Das heißt, wenn ihr das Spiel herunterladet, habt ihr eben Werbung. Und dann könnt ihr hier per In-App-Kauf die Werbung ausschalten und somit habt ihr dann eben ein Premium-Spiel. Das heißt also, wir haben hier ein cooles Premium-Spiel, welches euch aber eben auch die Chance gibt, das Spiel erst kostenlos zu testen und dann, wenn es euch gefällt, könnt ihr die Werbung dann wegkaufen. Das war's von diesem kurzen Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.